Hallo und willkommen bei diesem Lagerfeuer-Simulator. Herzlich willkommen. Das ist ein Lagerfeuer. Das ist ein Lagerfeuer. Es fehlen eigentlich nur noch Marshmallows, ne? Eigentlich schon, ja. Wenn man Geld und Blätter reinschmeißt, wird das Feuer für eine Millisekunde heller. Gut, weil es ist ja jetzt Nacht. Wir könnten wollen wir jetzt noch schlafen? Ja, natürlich. Gut. Das Lab und das am Morgen wollen wir ja dann die Verteidigung etwas verbessern. Sozusagen im Norden von unserer Siedlung. Genau. Weil in der vorletzten Folge oder letzten Folge ist da ja etwas... Ich glaube, das kann man so nennen. Ja, kann man so nennen. Muss man aber nicht, kann man aber. Ich habe so ein kleines Fleischchen. Wollten wir Fallen bauen oder was genau wollten wir denn machen? Also wir wollten Fallen bauen, dann eventuell die großen Spikes noch zusätzlich irgendwie für die kleinen oder sowas, keine Ahnung. Ja, das mache ich gerade, das suche ich gerade ein bisschen. Und was mal, wo wir ein bisschen rumfantasiert haben, haben wir ja gesagt, so zweiten Verteidigungsring, also nochmal so eine Palisade sozusagen da so. Ach so, ja. Aber ich glaube, das wäre fast zu viel Arbeit. Das ist übel, ja. Ich glaube, wenn wir es einfach nur mit den Fallen machen, das sollte vielleicht das mal reichen. Das kann man vielleicht später nochmal machen. Offscreen, für uns. So. Ja, jetzt können wir mal schauen, wie es denn überhaupt läuft jetzt. Kannst eigentlich, wir brauchen eigentlich auch schon wieder direkt Holz hier eigentlich, ne? Also das ist... In der Tat, ja. Ich dachte, das immer noch interessieren, ob die jetzt endlich mal Damage machen oder nicht. Ja. Das wäre es natürlich jetzt, wenn wir da jetzt gefühlte 20 Dinge hinbauen. Bringt nichts. Ja. Das ist nur so eine Mittel. Das wäre eigentlich voll bitter, wenn dann so ein Fetter kommt, weißt du, der da durchrennt. Ne? Ja. Und dann einfach durchrennt und plötzlich einfach sofort einfach alles niederstreckt. Also alles so einmal durchrennt, wie als wäre nichts. Das wäre schon hart. Hier, die Dorn darf nicht durch die Wand durch, das sieht kacke aus. Ja, ach, ich auch ein bisschen drauf. Ach nee, jetzt. Sollen wir das eigentlich überall machen oder nur so an gewissen Problemstellen? Also ich habe jetzt eigentlich auch gedacht, um die Ecke dann nochmal rum. Was habe ich jetzt wieder eigentlich Leben verloren? Kämpfst du gerade? Ich sehe es krass, die stehen auf den Dornen. Und wenn jetzt richtig kacke läuft, glaube ich, könnten die da sogar vielleicht irgendwie dadurch über die Mauer drüber. Boah, das wäre bitter. Das sieht gerade irgendwie. Warte. Aber die sterben gerade echt nicht, oder? So blutüberströmt, kippen die eigentlich gerade nicht um, oder? Hä? The heck? Hä? Alter! Hä, wo ist der? Ich stehe in ihm. Hä, what the heck? Was zum... Das war jetzt voll übertrieben. Holy shit. Wollen wir irgendwie hier gleich Feuer machen, weil ich glaube, wir werden hier öfters kämpfen. Haben wir nicht hier irgendwo noch Feuer? Ach, wurscht. Ich mache ein kleines Feuer direkt hier. Wow. Burn. Hä, da waren ja drei. Lol. Jetzt bleibt er stehen. Jetzt würde ich einen Punkt machen.
So, gleich mal auf. Obwohl ich mache erstmal die Beine. Stimmt, das wäre ein Problem, ne, wenn die da. Ach du Kacke. Aber das wäre doch jetzt eigentlich ein. Stimmt eigentlich, die bringt, das bringt's eigentlich gar nicht gerade. Oder kann man echt gut drauf rumlaufen, muss ich. Lol. Das ist das Problem, dass es halt so schräg runter geht bei uns. Das ist jetzt richtig, daran hatte ich gar nicht gedacht. Wenn wir da jetzt nochmal welche oben drüber machen? Das habe ich gerade auch überlegt. Scheiße, geht nicht. Wie geht nicht? Geht nicht. Man kann es halt oben drin bauen. Boah, das wäre jetzt richtig, richtig bitter. Ach nee. Holy moly. Oh, das kann's doch nicht sein, da muss das sein, ne? Ja, es hat jetzt einen ziemlich hohen Bullshit-Level. Bullshit-Level. Oh, das ist jetzt gerade richtig doof. Daran hatte ich überhaupt nicht gedacht. Ne. Zum Glück haben wir es jetzt gemerkt, nicht das mal von. Weil die springen ja viele und da kommst du ja easy going hoch. Ne? Ja. Das ist ja wie so eine Einladung eigentlich. Ja, aber Glück gesagt, wenn wir im Normalfall. Ne, wohl, nee, das ist eigentlich nicht nur, dass wir draußen sind. Shit. Also man kann es wahrscheinlich halt unten hinbauen, aber da greifen sie halt in. Also ja, dann würde ich hier dann eher jetzt anfangen, eher die Fallen zu bauen. Die werden wahrscheinlich dann. Ich lasse das alles mal weg hier. Ja. Weil das ist ja mir dann irgendwie zu risky. Vor allem, das ist halt doch ein Aufwand mit diesem Baumstamm. Und dann probieren wir das erstmal so aus, wie das sich da weiterentwickelt. Wir müssen regelmäßig speichern, unbedingt. Ja, weil. Das ist schon hart. Ob die da drauf springen? Das wäre echt bitter. Aber Fallen können wir da hinbauen. Ja. Alles zu klatschen mit Fallen. Und das Katapult. Ach, das Katapult wollten wir noch ausprobieren. Ja. Was wir machen könnten. Könnte man vielleicht neben dem Turm so eine Plattform bauen, da das Katapult drauf. Obwohl, wir haben eigentlich gesagt, beim Turm sollte man beim Angriff eigentlich nicht oben stehen. Also bei so einem richtigen Angriff mit Tanten. Was wir jetzt bei der Ecke machen könnten, wäre, statt eine also noch mehr so Palisaden einfach. Über solche Fallen. Nur mal eine Mauer drum ziehen. Es ist ja nur eine kleine Fleck. Da wäre das verstärkt. Und das könnte man halt jedes Mal, wenn es langweilig ist, könnte man so ein Stückchen mehr machen. Einfach verstärken. Ach so. Wie viel? Das braucht jetzt nicht viel Baumstämme, die 46, das wird gleich gemacht. Mhm. Wärst du damit einverstanden, dann kümmere ich mich da schnell drum, du kannst dich um die Fallen kümmern. Alright. Ja? Ja. Passt, dann mache ich das so. Dann nehme ich mir einen Schlitten. Ja, weil da sichern wir uns ab, ob die da drüber springen können. Ich sterbe, ciao! Ach, wow. Eben mich jetzt wieder nach oben katapultiert. Wie oft fliegst du denn da nach oben? Ich weiß es nicht. Aber ich sehe gerade, dass ich Hunger habe. Ohne Ende. Deswegen muss ich jetzt noch futtern. Habe ich noch was im Inventory? Nein, habe ich nicht. Vögelchen in der Nähe? Auch nicht. Na, aber mach mal die Fallen ein bisschen weg.
So. So, warte, das kann ich ja da aufmachen, ne? Hehe. Ich ruhe mich kurz zum Lagerfeuer aus. Ja. Genau gesehen. Du hast gesehen, was ich mit deinem Freund gemacht habe, also denk gar nicht dran. Headshot. So, dann habe ich wieder zwei zum Spielen. Alle. Wir haben einen Pfeil wieder. War blöd. Ach Gottchen. Ach Gottchen, ach Gottchen. Ja, aber Regen, die Leute anzünden, das ist irgendwie doof jetzt. Yes, in der Tat, korrekt. So. Waren das jetzt nur so wenige? Ah ne, da ist noch einer. Eins und zwei. Hallo, hör auf den Stein zu nehmen. Verdammt. Schaut's mit den Knochen aus? Jawoll. Hm, da liegt ja einer. Hm. So, und dann nehmen wir den Wägelchen und fahren. Warum lebt der Baum noch? Seht ihr nicht? Ich habe ein Reh erschossen. Also, eigentlich. Das arme Reh, aber... Ich brauche Fleisch. So. Ja, nämlich gleich, wenn ich die Holzdinger rangeklatscht habe, also die Holzstämme, dass ich das Fleisch aufhänge. Oh, das vergessen wir. Alter, die fallen wir so. Oh, huiuiui. Ich glaube, die ist noch am effektivsten eigentlich, oder? Wenn sie dagegen laufen wollen. Ja, stimmt eigentlich. Man braucht halt jetzt das Seil, das ist halt das Nervige. Aber kann man eigentlich aus... Ach,
Das Glück sagt, aus 7 Stoff kann man ja Seil machen, aber aktuell habe ich echt wenig Stoff. Ja, ich habe auch gerade keinen. Wir müssten eventuell echt mal wieder auf eine Tour gehen mit ein bisschen Stoff. So eine Folge nur Stoff organisieren. Also ich dachte fast... Ich weiß nicht, ich dachte eher zur Siedlung gehen. Muss ich jetzt ehrlich sagen. Wir können ja beides machen, weil ich brauche echt viel Stoff. Ja, stimmt. Aber die Siedlung, die hat schon am meisten gebraucht in meinen Augen. Ja, für die anderen. Ich überlege gerade, in welchem Winkel man die am besten jetzt hinstellt, diese Baumstammfallen, damit die da so ein bisschen zerquetschen. Also eher schräg oder eher frontal? Tja, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Warte, ich mach's einfach ein bisschen schräg. Ach, ich hol mir mal neue Pfeile, ich bin gerade da. Ist einfach, ich weiß noch, früher sind Pfeile geholt, aber irgendwo im Wald musstest du suchen, wie blöd, weißt du? Oh, hier ist... Ach, hier ist auch Panzertape. Das ist ja, geil. Ja, stimmt, ja. Panzertape ist wertvoll, das haben wir irgendwie sau selten. Und jetzt ist einfach diese... dieses Zeltplatz, der Zeltplatz ist jetzt einfach, weißt du, voll auf der Lichtung. Ja. Einfach gar nicht mehr im Wald. Guck mal, es geht aktuell noch einigermaßen mit der Entfernung, aber wenn man es weitermacht. Ich muss aber ehrlich sagen, ich finde es eigentlich relativ geil. Bist du auch mit dem Wagen da? Ja, Baum. Wow. Lol, dein Baum hat mich erwischt. Machen wir hier Baumkampf oder was? Meiner ist schneller. So, ich glaube, das reicht erstmal. So. Hast du das gehört? Ja, da kommt er auch schon. Baumstamm, schnell noch drauf. Wow, 3 wieder. Das sind die 3 vielleicht. Ja, dann aber weg von unserer Siedlung. Das sind die 3, ja. Vielleicht ist es doch ein System dahinter. Vielleicht, ja. Ich gehe mal ein bisschen weiter so. Ich fahr mal außen rum. Ach nee, jetzt habe ich da keinen Platz mehr. Hoppala, jetzt lauf ich mit 2 Baumstämmen in der Hand. Oh, dann müssen wir uns ja fast beeilen. Wenigstens ein bisschen verstärken hier. Und dann weg von hier. Sollen wir die gleich angreifen und weglocken? Ja, warte. Und vielleicht töten. Wenn die zu nah kommen, sagst du es, dann höre ich auf. Also ich würde jetzt mit Flammenpfeilen drauf schießen. Ich würde erst auf den ganz großen schießen, der rumstampft. Hat keine Ausdauer. Ich habe auch Energiemischung genommen. Auf dem Rumstampfer, ja, stimmt, ja. Der war eigentlich das größte Problem, muss ich sagen. Okay, dann gehen wir beide auf ihn. Rennt der eigentlich aktuell gerade noch? Nicht, nein. Nee. Aber weg von unserer Siedlung. Eher nach rechts hier. Ja. Hast recht. Hallo. Ach, dass der mich immer erwischt. Du kannst dann nicht wegrennen, ne? Keine Chance. Hey! Oh, wie habe ich das jetzt geschafft? Das habe ich 2 Mutanten gleichzeitig angeknüpft mit einem Erfolg. Wo bist du überhaupt? Irgendwie habe ich das Gefühl, dass alle 3 bei mir sind. Nee, alles gut. Also Spinne und Stampfer sind hier bei mir. Boah, ich bleib immer an so einem Baumstamm hängen. Das ist teilweise fast mein Todesurteil. Wow!
Alter, stirb halt endlich, du. Jawohl, der Stampfer ist tot. Das ist schon mal gut. Wow, die Spinne ist schnell. Komm wieder. Wow, ist das mal wieder. Meine Güte. Alles also ist eigentlich richtig. Oh, richtig geil, dass der Zeltplatz jetzt da ist, weil dann kann man immer schon die guten Pfeile holen gleich. Ja. Ich habe ja eben schon mal überlegt, dort irgendwie einen Weg hinzubauen oder sowas. Spinne ist tot. Die andere auch. Perfekt. So. Boah, die ganzen Pfeile, ey. Nice. Ja, lief schon. Oh, Babys. Oh, nee. Fängt das jetzt auch an. Komm wieder hoch. Das ist denn der fett, glaubst du das? Am Strand liegt der andere. Mhm. Ja. Aber ich glaube, dann haben wir das Schlimmste jetzt irgendwie überstanden, oder? Weil vorhin, also das eine Mal, wo wir gekämpft haben, war das schon hardcore nervig irgendwie. Mhm. Das Fleisch. Oh. Naja. So viel dazu, ne? Hast du gefunden? Ja. Jo. Oh, jetzt habe ich schon 5 Lila in der Gold. Ja, ich habe ja einen verloren gerade. Aber ich habe ja auch gleich wieder einen bekommen, also von daher. Wir können mal schon schlafen. 2, 3. 4. So, perfekt. Upsala. Ich habe noch nicht drauf geachtet, ob wir schlafen können, aber wir brauchen unbedingt, wobei da Reh habe ich ja auch schon zweimal. Na, ist alles wieder da. Perfekt. 10. Hase, 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 wir können Hase, bald Hase, Hase, schlafen. Alter. Hase, 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 Hase. Ich jetzt vielleicht mal kurz ein paar Beeren. Achso. Dann der Luchrüstung ersetzt aber die andere, oder? Die kann man nicht drüberlegen über die Knochenrüstung, oder? Also blöd gesagt, wenn du halt einen freien Platz hast, aber ja. Ah, schade. Wäre schon cool. So, ich mach mal gemütlich hier. So. Jetzt kann man schlafen. Yay, yeah, warte, ich speichere erstmal. Weil so gut lief gerade. Bin überrascht. Wie schön das lief. Ja. Aber Stoff. Also so Feuerpfeile und sowas, die sind sehr praktisch gegen die Viecher. Ja, übel, ich weiß schon. Aber das fast. Weil ich habe jetzt nur noch 19 Stoff. Heißt also, Knochenrüstung kann ich jetzt eigentlich gar nicht mehr machen. Kann ich mir nicht leisten. Dann mach ich noch ein paar. Ich habe 22. Also wir müssen echt, aber nicht. Ich darf sagen, das machen wir in der nächsten Folge dann. Ja, dann machen wir die Folge noch. Ich mach noch die Mauer schnell fertig. So. Ach, du hast ja noch einen ganzen Wagen. Jo. So.
Aber vielleicht wäre, ich drücke immer Tab, um ins Ding zu gehen. Vielleicht wäre eine Höhle teilweise gar nicht schlecht, weil Benzin könnten wir auch mal wieder gebrauchen. Ich hätte sogar noch drei Treibstoff. Ja, ich habe auch noch zwei Kanister, aber ja, zählt klar. Relativ lang, ne, das sage ich auch, da ist schon... es hält schon relativ lang, aber ich hatte mal 5, ne, und jetzt... Ja, klar. Wird auch leer. Ist der Stoff drin? Ja. Wenn du von der Ferne, also wenn du jetzt dort die Motorsäge benutzt, kann man denken, hier ist so eine lästige Biene oder sowas. Im Hintergrund. Ja, Babys. Baby, ja. Das Lustige, oder das Traurige ist, die machen echt viel Schaden, ne? Die können dich schon fast vorne hitten, die scheiß Babys. Hab's erwischt. Ich glaube, ein Baby hat meine komplette Rüstung mit einem Flug beendet. Ja, das ist natürlich bitter, ne? Och, genau die zwei passen nicht mehr drauf. Hast du noch Platz? Ich habe auch noch... Nein, ich wollte gerade einen zu dir bringen. Scheiße. Ja. Weil am Lager. Hier wissen wir ja, wo es ist, wenn ich sie liegen lasse. Ja. Das ist sowieso nicht. Ja, scheiß Fliegen. Hä? Reh? Du kommst hier nicht davon. Oh, ich sehe gerade, ich bin ja ziemlich hungrig und durstig und upsala. Ich hab mein tägliches Schlafritual nicht eingehalten. Tja. Die spawnen in der Rehe wieder. Sobald es aus dem Sichtfeld ist, ne? Mhm. Gut, also Mauer ist fertig. Arschreh. Dit ja hier. Ich überlege echt gerade so einen Steinweg bis zum Lager zu machen oder sowas. Schon irgendwie ganz fett nice. Ich meine, der Weg an sich finde ich eigentlich mal ganz nett. Ja, ich muss jetzt einfach was essen. Boah, schon riskant. Du musst aber schon so. Ja, das ist gar nicht mehr so blöd eigentlich. So wie du es gebaut hast. Wie gesagt, wenn die Baumstamm fallen. Die... Sag mal, die eine Falle, die eigentlich so quer steht, hat eigentlich am meisten Kills schon fast. Also eigentlich. Moment, wenn ich ja da. Müsste man die schon vielleicht schon fast ein bisschen schräger. Obwohl, komm. Geht schon. Tu mal den Wagen draus, bevor ich es fertig baue. Sonst backt sich das dann noch irgendwie blöd rein. Alle beide wollen den Vogel hinterher rennen. So. Gefährlich. Die zwei. Ah, das ist ein Durch. Oh, so. Ey, ich sehe gerade, von der Zeit her könnte man gleich mal jetzt mal Schluss hier machen. Ah ja, oh, sehr schön, perfekt gesehen. Ich hole noch schnell Seil, weil ich lange kein Seil mehr geholt habe. Müsste mal wieder gespawnt sein bei mir. Ja. Stirb. Ja, sehr effektiv mit dem Katana. So.
dann gehe ich mal in unsere Base und dann treffen wir uns beim Lagerfeuer. Mhm. Spinni, Spinni, Spinni. Spinni, Spinni, Spinni. Ja, da am Boden ist gerade eine gekrabbelt. Töte sie. Niemals. Na gut, Jo. Perfekt, mal keine Überlänge. Danke fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.